Ja, dann gehen wir jetzt mal ins nächste Mädchen rein. Der von gerade eben, der Terra war ja auch echt ein verdammt guter Spieler. Habe nochmal nachgeguckt, der war Master League überall, außer im 101. Da hat er erst 3 Siege gehabt, das heißt, er ist noch recht frisch da drin und war Platin irgendwie. Ja, als Zufall so gut zu spielen, da habe ich schon echt Respekt, muss ich sagen. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir kriegen jetzt einen Zerg, okay. Also gegen Zerg kann ich in letzter Zeit relativ gut spielen. Ich darf halt einfach keine Fehler machen. Ich weiß im Grunde genommen, so was man machen muss. Ich habe auch jetzt so den Bild im Kopf. Das heißt, ich hole halt relativ viel Hellions raus. Das habe ich halt neulich schon gemacht und pumpt da eine Menge Tanks und Marines. Ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt hier in dem Spiel gestalten wird. Jo, das bin ich. Und ja, wir gehen einfach ins Gamechen rein. Hier ist es. Hey, und da ist unsere wunderbare Kommandozentrale, die hier Funken sprüht. Und jo, ich muss mal jetzt hier. Na, nee, da oben vorne ist der Ausgang, die Choke. Die Choke. Meine fleißigen WBFs sammeln hier ganz wunderbar. Echt cool. So, und dann jetzt hier nach da und dann nach dort und dann nach Scouten. So, die Kommandozentrale baut hier noch fleißig WBFs und danach ein Waypoint nach da bitte. Hat der jetzt hier schon? Ich habe GLH, ach, ich noch nicht. Ja, komm. GLHFGG. So. Jo. Und der baut jetzt hier, ne? Ihr wisst schon, die Baracke, die Dingens, ne? Hier so. Komm, 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 da. Da sitzt sie perfekt da. Eingelassen. So, noch WBF. Hier kommt WBF, WBF. Danke. Als nächstes kommt das Gas. Oder kommt schon eine Scouting-Drone, die hoffentlich nicht meinen Worker anknuspert. Doch. Doch. Das haben die ganzen Drohnen an sich leider. Sie immer WBFs anknuspern müssen, unbedingt. Schlimm, die Viecher. Schlimm, diese Viecher. Aber auch die Sonden hier von den Prodos, ja. Kam es überhaupt nicht verzögert oder so? So. Gleich kommt der erste Marine. Und zwar jetzt. So, dann kann die jetzt hier wieder so zurück. Gemütlich, der WBF. Und. Ach so, ihr müsst ja jetzt hier noch Depot und so bauen. Für Wall-In und so. Ne, ihr wisst schon. Oh, ich habe das Command Center ein bisschen vergessen. So, jetzt hier wird reingewallt. Wall-In. So, bitte. Da, danke. So, ja. Der Marine kommt jetzt hier raus. Ja, jetzt wirst du sterben. Jetzt bist du gefangen. Du kommst hier nie mehr raus und jetzt töte ich dich. Ach, hier wird das Gas nehmen. Hier, guckt es euch an. War mir klar. Die Scheiße ist nur, dass ich für meinen Build, den ich hier mache, kaum Gas brauche. Oh, wir haben ihn gescoutet. Oh, ich muss gleich die Fabrik bauen. Und zwar genau jetzt. Komm, Worker bauen. So. Hier geht jetzt erst der Pool runter. Das heißt, sehr economy-lastig gespielt. Da hat das abgebrochen. Hier brauche ich einen Reaktor. So, hier ist die Hatch unten und dann hat er irgendwie sehr viele Worker gepumpt. Aber er hat das Gas schon, was mich wundert. Hat er anscheinend ein bisschen gefailt. So. Ein Gas ist bis jetzt nur und hier ist also wirklich jede Menge Drohnen. Ja, und der Pool ist gleich fertig. Also ich verpiesel mich mal. Auch gleich fertig die Fabrik. So, jetzt kommt das Command Center. Das hätte eigentlich schon kommen müssen. In die paar Sekunden machen sie es auch nicht mehr. So, diese Drone will entkommen. Wird aber nicht entkommen, hat aber leider gescoutet, dass ich jetzt hier ins gehe. Das ist ärgerlich. Hier für das WBF wird schon mal der Eingang geöffnet, hier für VIP-SUV. Und jetzt wird ein Depot gebaut. Na komm. So. Jetzt kommt auch gleich noch eine Rex. Na komm, hier. So. Und hier wird dann gleich nochmal Stim-gedingst. So, hier wird noch ein bisschen reingefahren. Jo, und jetzt brauchen wir nicht noch ein Depot, weil. Hier mal gucken, was wir hier so an Damage machen können. Geht so.
Oh, da verbrennt er sich. Da braucht muss ich mich kurz verpissen. Ich muss mal hier kurz ein bisschen halt umsortieren. Na? So, oh, das wollte ich nicht. Huch, scheiße. Und sie kommen, jawoll. Dass er jetzt hier auf Roaches geht, beunruhigt mich etwas. Warum zur Hölle? Warum? Unmögliche Dinger. So, jetzt wollte ich hier, ne? So und so. Wir brauchen einen Bunker. Jetzt ergibt das mit dem Gas auch Sinn, weil er will wahrscheinlich mit Roaches ankommen. Hoffentlich habe ich schon den Tank dann draußen. Ich werde gleich versuchen jetzt hier. Ah, fuck, da kommen die schon. Komm, Tank. Ich brauche dich. Scheiß Roaches, wie sie einfach mal super nervig sind. Wo ist der Tank nicht raus? Ach, der fährt natürlich erstmal außen rum. Hier muss weitergebaut werden. So, der Tank muss jetzt hier ordentlich repaired werden. Das ist hier unser letztes Lebensdingszeichen. Na komm. Hier auch noch hinterher. Will natürlich noch unbedingt ein paar SCVs kicken. Die Sau. So, erstmal noch Depots nachzimmern. Depots, ja, wo habe ich denn Depots? Hier oben habe ich ein Depot, wo ich was draufwerfen kann. So, die SCVs kommen jetzt mal wieder rein. Der Tank muss alles nach vorne und ihr seht, ich habe total Overmints. So, das soll man hier haben, den dummen Marine nicht. Und hier muss auch noch zugemacht werden. Ins Gas gehen. Starport bauen. Nicht genügend Energie, ja, ist ja gut. Und Combat Shield, ja. Hol nicht, ich hol mir lieber Siege Mode. Natürlich. Gerade mal eine Runde nicht mitgedacht. So. Marine Power for the Win, würde ich mal sagen. Und gleich fange ich dann auch an zu pushen. Dann wird es hier erstmal runtergeliftet. Ja, mit dem Roaches kann man nicht unbedingt sagen, dass er da so einen großen Gewinn mitgemacht hat. So, jetzt hier wird erstmal noch ein Midi weg rausgeholt. So, ein Depot gebaut. So, das geht ja alles nach unten. Und mit den pushe ich mal nach vorne. Oh, hier wurde mal ein schönen Zerkin geröstet. Depots brauche ich. Super. Jetzt rück mal hier aus. Mal gucken, was er hier so hat. So. Einmal Speedy weg rein. So. Hier ausladen. Wir brauchen eine zweite Fabrik. Ich steck ganz schön in der Krimi hier schon. Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. So, der Crawler ist gleich down. Na komm. Jetzt geht's auf die Drohnen. Upgraden noch. So, das Medivac holt mal neue. Jetzt muss ich mal ein bisschen
Jo, und das ist erstmal down soweit. Wir sehen natürlich jede Menge. Oh, jetzt greift er an. Oh, komm, jetzt hat er irgendwo noch eine dritte oder was? Ich höre gerade, glaube ich, Mutas raus. Komm. Ich mich irre. Oh, ein Fangel drauf. Das ist nicht gut. Hier wollte ich noch einladen. Jetzt kommt nochmal ein großer Drop hier. Auch mit dem Tank meinetwegen. So, weiter bauen. Die fliegen unten rum. Ich stecke in Schwierigkeiten. Wir brauchen eine kleine Gruppe Marines hier. Nein, die sollen doch. Und das GG kommt. Oh, wunderbar. Ah, das war jetzt aber ein anstrengendes Play. Ich konnte schon kaum mehr richtig dazu labern. So viel gedacht und auch ordentlich abgesahnt. Krass. So muss das sein. Guckt euch nochmal an, hier wird der Armee. War halt sein dummer Roach-Push am Anfang. Hat ihn zwar gut Druck machen lassen, aber er hatte dann halt einfach nicht genug Einheiten, weil ich ihn weggekillt hatte. Dann hat er bestimmt gedacht, irgendwie jetzt habe ich gepusht, jetzt brauche ich erstmal ein paar Arbeiter. Weil Zerg muss sich entscheiden, ob man Einheiten oder Arbeiter baut. So ungefähr. Wo war er denn? Egal, aber ich guck nochmal kurz hier rein. Wir haben ihn, ne, liegen Rangliste, laden, 1 gegen 1, hier, Platz 28, hat 79 Games gewonnen. Und ich bin, war ja am Anfang auf Platz 7, jetzt bin ich wieder auf Platz 7 hier, schon 61 Siegen. Jo, das war's dann für Let's Ladder die Runde, ich hoffe es hat euch gefallen und jo, ich sag einfach Tschüssi, bis zum nächsten Mal, ne?